Hi und herzlich willkommen auf Ringes Backwelt. Es gibt wieder lecker Kuchen und zwar serviere ich heute einen herrlich knusprigen Schokostreuselkuchen mit einer köstlichen Quarkschmandfüllung. So, zuerst bereite ich die Streusel zu und dafür nehme ich 470 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 30 Gramm Backkakao, 170 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 250 Gramm Butter und ein Ei. Die trockenen Zutaten fülle ich in eine Schüssel und vermische sie. Dann gebe ich die Butter und das Ei bei und verknete es mit den Knethaken und anschließend mit der Hand bis Streusel entstehen. Für die leckere Füllung nehme ich 1 Kilogramm Quark, 400 Gramm Schmand, 2 Päckchen Puddingpulver Vanillegeschmack und 170 Gramm Zucker. Und hier verrühre ich nur alle Zutaten, bis eine leckere Creme entsteht. Nun fülle ich ca. die Hälfte der Streusel in ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, das die Größe von ca. 32 x 22 cm hat, und verstreiche die Creme darauf. Die Creme bestreue ich jetzt mit den restlichen Streuseln und dann geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen. So, die Backzeit ist um. Nachdem der Kuchen komplett ausgekühlt war, habe ich ihn für 3 bis 4 Stunden kühl gestellt. Und jetzt schneide ich ihn natürlich noch für euch an. Einfach, schnell und lecker. Probiert ihn mal aus. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.